Krankenstation empfiehlt Sixen Krankenversicherung. Fürsorge fernab der Heimat. Alles in Ordnung? Ripley! Nicht jetzt! Guten Tag. Etwas verkehrt, bitte. Thank you.
Name ist Julia Jones. Ich bin Journalistin und berichte über die Stilllegung der Sevastopol. Ich hatte gehofft, Sie wären zu einem Interview bezüglich Ihrer Erfahrungen auf der Station bereit. Ich begleite medizinische Mittel, psychologische Auswirkungen der Situation im Weltraum auf Patienten, solche Dinge. Mängel registriert. Wird heruntergefahren. Thank you.
Geräusche in den Lüftungsschächten. So an. Das hat der Typ sich ordentlich verdient. Die Station ist wie ein Friedhof, oder? Zigarette töten. Also, was jetzt? Moment, lass mich nachdenken. Was meinst du, was das vorhin für ein Geräusch war? Hat sich wie eine Explosion angehört. So viel war mir auch klar, du Genie. Aber was hat sie ausgelöst? Ist bestimmt Wade. Hab gehört, er will die Kreatur mit Fallen töten. Fernsprengladung. Kannst du das glauben? Der muss durchgedreht sein. Vielleicht ist das die Lösung. Ich habe gehört, Wade hat einen sicheren Unterschlupf in der Nähe der Galerie. Da könnten wir hin. Hast du mich nicht gehört? Der Irre jagt alles in die Luft? Nein, danke. Uns gehen die Möglichkeiten aus. Dann halt's Maul und lass mich nachdenken. Wir sind nicht allein. Etwas hat die Schüsse gehört. Ach, hör doch auf! Und 8000 Dollar Anzüge. Es läuft auf Folgendes hinaus. Ich muss mich ums Geld kümmern, mein Freund. Ich habe sie angestellt, weil sie am günstigsten waren, nicht am besten. Finden Sie einen Weg, die Kosten zu senken, okay? Nein, zum Ende. Wir hätten das da drüben nicht machen sollen. Ich weiß zwar, dass wir hungrig sind.